Oh, wer lebt unter einer Öbbe, hat ganz viel für mehr. SpongeBob Schwanker. Ich weiß nicht, warum mein Kopf so einen Schaden hat. Aber guckt euch das an. Es ist Lil Mabu. Lil Mabu, der White Boy, den jeder aus NYC gehasst hat. Jeder. Oh Gott, jeder hat ihn gehasst. Aber ich habe schon immer gesagt, ich finde den Typen einfach entertaining. Der Typ weiß einfach, er ist super smart, was Marketing angeht. Und der Bro hat sich einfach seinen Weg nach oben gekämpft. Und das ist einfach nur Inspiration an alle anderen. Der Bro hat mittlerweile 1 Million Abonnenten, hat innerhalb 20 Stunden 1,4 Millionen Aufrufe. Zahlen lügen nie. Der Boy hat es geschafft. Und jetzt gucken wir sein Musikvideo an. Ich habe sehr viele Snippets und Klicks schon gesehen und auch andere Reactions, aber noch nicht den vollen Song und geschweige dessen auch nicht das Musikvideo. Let's go. Hey yo, I seen this little Mabu kid. I can't find nothing about him online, bro. They saying he go to private school. They saying his dad run a label. Damn. Nah, I think he's just mad smart. I don't know, gang. I'm jacking out here industry plant, bro. One kid doing all this, ain't no way. Facts. To be honest, bro. Es sagen halt echt viele, dass er ein Industry Plant ist. Ich glaub, Fakt ist, er ist ins Game gekommen und hatte so oder so schon Geld für Musikvideos und tralalala, also auch High-Ass Production. Das ist schon sus. Ob das jetzt ein Industry Plant ist, weiß man nicht. Ich glaube eher, dass seine Eltern einfach Money haben und dass er sich gedacht hat, okay, ich habe keinen Bock auf Schule. Er hat wahrscheinlich gechillte Eltern und haben gesagt, wir unterstützen dich, egal was du machst. Und dann hat er sich ein Ziel vor die Augen genommen und hat es einfach durchgezogen. Und hatte natürlich, sag ich mal, bessere Karten als andere. Aber was man nicht denyen kann, ist, dass er absolut Dedication dafür hatte und trotzdem sehr hart gehustelt hat. Weil er hat es zwar leichter, dass er Geld hat, aber er hat nicht diese Recognition von vielen, dass viele ihn halt auslachen, weil er ein White Boy ist und aussieht, als würde er von Private School kommen. I think he's a young genius. Young genius. Like most of our rappers are signed to the streets. Only dealers we took was a plea. Mabu your money, Wally P. Shout out my label, that's me. I own 100% of my cuts, bitch. Nobody taking a fee. 3.14159265 3. I'm the king of NYC. I heard they send my music Damn. to police, so this is a message to NYPD. Visuals sind krass, Digga. Das ganze Musikvideo ist schon wieder so heftig. Das ist insane, Mann. Keep my raps, I'm an innocent tweet. Keep a teddy bear when I sleep. I'm rapping the words, but they write it for me. Me, I'm all about keeping the peace. I mean, at least I get paid, cause a lot of these rappers be capping for free. They call me the op, I got the bread she chop, but said, can I? Bruder, und er hat auch noch. For sure, never, 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 don't forget the Beth. Und dann hat er das auch mit diesem Young Genius die ganze Zeit. Der Bruder ist ein Genie. Ich glaube, der ist echt ein Genie. Hier noch, weil, also wenn ihr TikTok und im Ami-Game up to date seid, dann kennt ihr den Typen. Das ist der Arkiway. Der Arkiway, der Typ, der immer diese geilen Videos macht. Viele kennen den auf jeden Fall. Bring a friend, never, never, never. I guess she forgot the bev like 2 5s don't equal a 10. Quick math, don't try it again. Bruder, schon wieder diese Visuals. 2 5s. Aber das waren keine 5s, Bro. Bruder, der Disrespect ist real. Das ist doch keine Five, man. She cute, man. Fives don't equal a 10. Quick math, don't try it again. She shaped like a turtle or a hen. Her makeup is. Digga, du willst mir noch nicht erzählen, dass du als Mädchen. Ja, ich möchte gerne diesen Auftrag annehmen. Was muss ich denn machen? Ja, du musst nur im Musikvideo rumstehen neben mir. Ach ja, das hört sich ja super leicht an. Und dann siehst du diese Visuals, wie du violated wirst und so, dass du aussiehst wie eine Turtle oder Chicken Head. Damn, couldn't be me. Damn, couldn't be Fuck, she don't know how to blend, make her do Wordle. She need to have brains and. And she cute as well. Digga, der Bro hat's einfach geschafft, Mann. Damn. She giving out head. Call her Virgil. Cause the way she be. He got hella baddies. Be blowing shit, got me dead. Shawty got. Woo! Die sind alle 10 von 10 süß. Shorty in the back with the red on. Damn. R10. I want it in a second circle. She like Mabu. I like purple. So I blew her back out when I left on red.
Get it, cause blue and red equals purple. So I blew her back out when I left her all red. Don't let that go over your head. One thought, two thought, three thought, four. Oh, I like that shorty. That shorty nice. Digga, was ist das für ein Musikvideo? Was geht hier gerade ab, Digga? Text to be begging for more. Black in that bitch and she calling me bro. If you my dog, then chew on my bone. Lil Mabu the king, next switching up flow. To all my competition, dig a grave, dig a grave. I invested money in myself and it paid. Bruder, es hat auf jeden Fall. Boah, ich bin sprachlos, Digga. Der Typ ist echt krass, Mann. I can't take a break till my boo is a household name. Krass, sehr, sehr krass. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der Typ ist ein Genie. Er zeigt immer wieder seinen Hatern, fickt euch, ich bin krass. Und das macht er jedes Mal krasser und krasser und besser und besser. Der Song persönlich ist nur 8 von 10. Also die Musik war jetzt schon nice, aber war jetzt nicht so ein Banger, den ich auf Repeat habe. Der Typ ist halt schlau, was Entertainment angeht, was diese Connections angeht, was das eigene Darstellen von sich selber angeht. Weil im Endeffekt muss er sich ja selbst vermarkten und das macht er verdammt gut. Auf jeden Fall 8 von 10. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich kann von dem Bruder noch sehr viel lernen. Ich will ja auch eine Person des Öffentlichen sein. Deswegen muss ich bald mal auch mal ein bisschen polarisieren. Aber noch bin ich in meinem dualen Studium. Deswegen mache ich ein bisschen langsam. Aber sobald ich frei bin aus dem Knast, Jungs, droppen Banger-Videos links und rechts, ihr feel me? Holla the gang shit. Kuya ist raus. Peace out.